Hallo, meine Freunde, und willkommen zu einem Shards of War Gameplay. Ja, ich spiele hier mit Cobra, mit dem komischen Typen mit der MP7 und Schalldämpfer. Ja, in meinem Team ist die Valkyrie, denn der Flatline und Vulcan. Und ja, seht ihr eigentlich dann da oben? Und die spiele ich auch gegen Cobra, gegen Flatline, Vulcan und die anderen zwei, von denen kenne ich die Namen nicht. Ja, das Spiel geht 13 zu 0, das gibt's eigentlich gar nicht, zu Ende. Okay, bei den Gegnern waren auch, glaube ich, zwei oder drei Bots drin, und jetzt da am Anfang geht's ja schon ab, da verschwende ich jetzt hier gerade mit Low Life, also mit Pixel. Das wäre in der League of Legends Sprache so. Ja. Also, die Tage rücken näher. Es sind, glaub, noch eine Woche, 2 Wochen, 2,5 Wochen bis zu der Crew. Also 2,5 Wochen, das sind 14, sagen wir mal 16, 17 Tage. Ich freue mich so schon so brutal drauf. Also ich kaufe mir auf jeden Fall noch den Season Pass, kosten 20, 25 €. Ich glaube, lässt sich machen. Sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Ich freue mich jetzt schon völlig. Und ja, hier springe ich durch die Sicherheitswand. Da den nehme ich auch noch mit, den Game Master. Bam. Den hatte ich und den nehme ich auch noch mit. Zack. Im Prinzip ist der Typ eigentlich fast wie die Kata bei League of Legends. Und der hat ja irgendwie so ein Dolch, wo er wirft, hat Kata auch. Und dann noch kann der irgendwo hinspringen, kann Kata auch. Die kann zu einem Ziel hinspringen. Der springt dann halt irgendwo hin, wo die Maus ist. Da, das wäre ein Bot. Die Fähigkeit war jetzt voll. Und den schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Drecks. Und dann noch das mit dem komischen Schwingen hat ja die Kata auch. Nur die schwenkt sich dann mit ihren Dolchen. Ja, und die ultimative Fähigkeit ist von ihm eigentlich, dass er alle Fähigkeiten nochmal bekommt. Für kurze Zeit, also ich glaube nur noch einmal einsetzen. Die werde ich auch zweimal oder so einsetzen. Hier in diesem Spiel, das ist jetzt eigentlich nur ein Commentary. Eigentlich, und da habe ich den Bot. Und den kriege ich auch noch. Und ja, jetzt muss ich wieder abhauen. Kürze ich das ja. Ganz knapp mit 2 Leben. 2 Leben, Alter. 2. Es geht. Es geht, es geht. Jo, also 2. Dezember, ihr wisst Bescheid. Und der Crew. Das kommt dann bei mir dann gleich am Ding raus. Release-Tag. Kommt es dann bei mir gleich an? Ich behindert, da schreibe mir Deutsch, Bro, ich bin so behindert. Also ich komme ich heim, mach das Päckchen auf von Amazon und ja, installiert das gleich und wuchtet die CD gleich in mein Laufwerk rein, installiert das Spiel und dann wird gleich losgesucht. Ich werde es wahrscheinlich als erstes doch selber oder mit meiner Crew durchsuchen. Dann kann ich nämlich einen Walkthrough machen, weil ich dann alles frei habe. Wäre, glaube ich, keine Ahnung. Ich könnte es wieder dann später mal meinen ganzen Outro sehen. Wie wäre das? Ja, und jetzt kommt ja dann bald GTA 4 für die Next Generation Konsolen raus. Also 18. Dezember, 18. November ist auch ein 3 Tagen. Sucht dich leider nicht, der sucht die wahrscheinlich erst, wenn es für einen Computer rauskommt, aber dann bin ich mir nicht sicher, ob ich es mir hole.
Aber wahrscheinlich schon. Da, den nehme ich jetzt auch wieder mit, den Bot. Der Bot. Wer sich fragt, was ist ein Bot? Bot sind eigentlich computergesteuerte KI-Spieler. Ja, also vom Computer gesteuert. Also nicht ge irgendwie ein Spieler von irgendwo anders, sondern ein Computerspieler halt. Vom System. Ein Systemspieler. Da, Messer geworfen. Kriegen wir leider nicht wieder. Jo, hier. Der bleibt da jetzt noch stehen. Ich gehe weiter nach Mitte. Doch nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Ja, machen wir hier mal die Leinschund. Sauber die Säuberung. Schaut hervor. Die Säuberung. Nee. Die Säuberung. Kennt ja vielleicht einen Film. Das ist irgendwie ein Film, wo in einer Nacht in Amerika alle Gesetze verabschiedet werden halt für eine Nacht, und daran geht es dann um das Gemetzel. Ja, habe ich leider auch noch nicht den ersten Teil völlig angeschaut. Den nehmen wir jetzt mit hin, teleportieren, zack. Und das, den einen Typ killt noch die Valkyrie. Level up oder Team Level up. Der kommt da rausgeschossen. Gehen wir Richtung Mitte, würde ich mal sagen, und räumen da mal, ja, räumen da mal wieder auf. Da, seht's, 15 zu 5 zu 5, also 5 Kills, 9 Tode, 5 Assists. Denke ich mal, kann man in der Halbzeit lassen. Und ja, da kriegen wir schon wieder auch in, oder kriegen wir wieder ein bisschen in auf die Fresse. Im Prinzip, und zack, den nehme ich dann gleich auch noch mit. Der ist schlecht, habe gerade die Ulti gesetzt, dass ich mich nochmal wegteleportieren kann. Und ja, der Gegner läuft mir noch hinterher, kommt aber nicht hinterher, weil zu langsam ist so eine Schnecke. Lalala. Also am Ende kann ich dann sagen, ich habe die Gegner so gefristet, ohne Witz. Wir machen, glaube ich, dann auch später noch den Dragon da oben. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Das ist mein Leben. Meins. Und da kommt der nächste Gegner, den fristet mal jetzt auch noch geschwind. Obwohl er mich gestunt hat. Zack. Ich bin irgendwie mit dem Typ auch ein bisschen OP, oder die Gegner sind einfach zu schlecht. Auch noch mitnehmen. Also jetzt müsste dann, glaube ich, 7 oder 8 zu 0 stehen. Alle werden von mir gefistet, Alter. Ja, was eigentlich hier noch fehlt, würde ich zum Beispiel sagen, die Gesamtkills von jedem Team. Bei Leech of Legends ist es ja so, dass oben auf der Oberfläche, da seht ihr den Dragon, ganz hartes Viech. Den machen wir jetzt drin. Der Vulkan ist ja auch schon da. Schön noch upgraden und so. Los geht's. Macht schon ein bisschen Schaden. Aber der Vulkan, der ist auch nicht so ohne. Sieht man ja, wie der raushaut. Und wie schnell der Dragon, kann man eigentlich nicht wirklich Dragon nennen, wird ihn irgendwie Spy dann hier nennen, weil das Teil eine Form von einer Spinne hat. Ja, jetzt schütze ich den ein bisschen, obwohl ich vor dem Lauf. Ja, ich werfe ja meine Dolche hier. Ich weiß noch nicht, wann ich ungefähr mal wieder in League of Legends
Gameplay bringen soll, weil ja League of Legends braucht eine halbe bis dreiviertel Stunde und das ist einfach zu lang für ein Gameplay. Einfach too long. Too long. Jo. Morgen weiß ich noch nicht, wie ich es mit Minecraft mache. Ich habe ja gesagt, Samstag und Sonntag kommt ja Minecraft. Heute, das ist halt jetzt meine Ausnahme, weil ich am Mittwoch ja keinen Schatz auf Rock bringe. Also ist das jetzt im Prinzip das Schatz auf Rock vom Mittwoch. Ja, ich weiß es noch nicht, wie ich es mit morgen Minecraft mache, ob ich da genügend Zeit habe, weil ich ab Mittag weg muss und das dauert, bis ich dann wieder da bin. Ich schätze mal, wenn ich noch Minecraft mache, dann mache ich es am Vormittag, lade dann am Mittag, circa so um 2 hoch und dann kann ich mich auch dann später danach dann auch verpissen. Da seht ihr nochmal diese Spider. Oh. Zack. Die machen wir jetzt noch fertig. Haben ja eh nur noch 50%. Alter, die Spinne geht so ab. Das gibt's gar nicht. Zack. Hab ich bekommen. Danke, Spider. Und ja, es steht jetzt schon 10 zu 5. Voll krass. Ja, weiter runter. Den könnte mir eigentlich auch noch schön machen. Und ja, der gegnerische Nexus hat noch 25%. Den machen wir, ja, den schaffe ich glaube nicht mehr, da jetzt irgendwie die feindliche Cobra kommt. Feindliche Cobra, nee, nicht der Helikopter von der Evil. Ich habe Kürzes. Ja, sorry, ich habe jetzt Kürzes. Package, also ich, ja, hole ich mir jetzt noch schön, dann hole ich mir noch schön Cobra Bot. Normalerweise ist das kein Cobra Bot, aber Bot Cobra und das ist ja Bot Striker. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Irgendwie, ja, jetzt zack, da. Steht da nur Bot Cobra und also zwei Bots, also computergesteuerte Spieler und ja, da ist das Ende. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. 13 zu 5 kann man bestimmt, denke ich mal, lassen für in 13 Minuten. Und ja, hier spinnt es, an dieser Stelle spinnt das Spiel jetzt ein wenig. Bleibt jetzt ungefähr, keine Ahnung, 13 Minuten oder paar Minuten so. Werde ich wahrscheinlich noch bearbeiten. Und ja, dann würde ich mal sagen, haut's rein. Bis morgen zu Minecraft.